Der Anneliese Meyer-Forschungspreis wird für herausragende wissenschaftliche, international sichtbare Leistungen vergeben. In diesem Fall wurde er vergeben für James Conans Arbeiten über den Zusammenhang von Wissen, Wissenschaft, Skeptizismus und Bezugnahme auf die Welt. Also er hat als erster eigentlich gezeigt, dass es eine tiefe Verbindung gibt zwischen großen Figuren der Philosophiegeschichte, wo man sie nicht vermutet hat. Insbesondere zwischen dem Denken Immanuel Kants und Ludwig Wittgensteins, und hat dann durch diese Synthese versucht, eine Wissenschaftstheorie zu entwickeln. Und das war schon ganz früh in seiner Karriere in Harvard, wo er studierte bei großen Namen wie Hilary Putnam und Stanley Cavell, und hat genau dann ein Bild gezeichnet vom menschlichen Wissen, das uns erlaubt, einerseits falsche Wissensansprüche zu kritisieren, ohne andererseits deswegen gleich zu sagen, wir könnten nichts wissen. Ein typisches Beispiel, mit dem man sich ja heute sehr viel beschäftigt, wäre etwa, James Conant kann deutlich nachweisen, dass es Unsinn ist zu sagen, das menschliche Denken ist identisch mit dem menschlichen Gehirn, ohne deswegen sagen zu müssen, also denken wir außerhalb unseres Körpers. Er kann zeigen, dass da Verwirrungen stattfinden zwischen unserem Begriff von Logik, unserem Begriff von Psychologie und unserem Begriff vom menschlichen Denken, und sortiert dann diese Begriffe so ordentlich, dass man danach sagen muss, oh, so war das gemeint. Skeptizismus ist die Befürchtung, dass wir überhaupt nichts wissen könnten. Es gibt ganz verschiedene Positionen in der Philosophie, die zu diesem Ergebnis kommen. Und auf dieser Tagung haben wir untersucht, ob man überhaupt vernünftigerweise die These vertreten kann, dass das gesamte menschliche Wissen nichts ist, leer ist, dass wir überhaupt nichts wissen können. Als Hauptergebnis der Tagung kann man festhalten, dass jetzt sehr viel deutlicher geworden ist, warum wir dieses Problem loswerden können. Man könnte ja meinen, wenn man auf irgendetwas Bezug nimmt, kann man das auch verfehlen. So wie wenn ich ein Regal greife und suche die Erbsendose und hole aber die Würstchendose raus. So. Aber in beiden Fällen hole ich ja immerhin etwas daraus. Der Skeptiker, der Skeptizismus will uns sagen, vielleicht greifst du ins Leere. Aber damit ist die Metapher natürlich missverstanden. Wenn ich ins Regal greife, greife ich nie ins Leere. Und James Conant hat eigentlich auf dieser Tagung sehr deutlich gezeigt, dass das menschliche Denken niemals wirklich in die Leere geht. Dass das eine falsche Fantasie ist, die das menschliche Denken sich über sich selbst macht. Wir haben das alte Thema, wenn ich denke, dann bin ich, nochmal durchdekliniert, um wirklich eine zeitgemäße Fassung dieses Gedankens zu artikulieren. Ja, die Teilnehmer waren alles Philosophen, die zu ähnlichen Themen arbeiten, wie James Conant, und von seinem Werk in der einen oder anderen Weise beeinflusst sind. Das sind, man sieht, wie einflussreich er ist, weil eben die besten Philosophie-Departments aus der Welt, auf der ganzen Welt Bezug nehmen auf, was er gemacht hat. Wir hatten Kollegen aus Oxford, von der Sorbonne, von der University of Chicago, aus Harvard und eben dann Kollegen aus Deutschland, die allesamt sich auf sein Werk beziehen. Es wird sicherlich weitergehen mit dieser und einer ähnlichen Gruppe. Erstmal wird es ein Konferenzband geben mit einem Diskussionsteil auch, wo wir die Diskussion, die wir jetzt hatten, nochmal abbilden und warum das dann die Aufsätze zur Überarbeitung angeregt hat. Und anschließend wird es sicher eine Folgeveranstaltung geben, zum Beispiel nächstes Jahr im Herbst erstmal an der University of Chicago, und dann ist etwas an der Sorbonne in Paris geplant.